immer Mittwoch, immer um 18 Uhr, immer direkt vor dem Kanzleramt. Denn Merkel muss weg. Daran führt kein Weg vorbei. Herzlich willkommen bei Vor Ort aktuell, heute am 29. August, am Mittwoch. Wir sind wieder direkt vor Ort vor dem Bundeskanzleramt in Berlin. Und da es ja erst kurz nach 17.30 Uhr ist, haben wir noch etwas Zeit. Und bis dahin schauen wir uns mal an, was es Neues von der Forschungsgruppe gibt. Die Forschungsgruppe hat ja letzte Woche Mittwoch, am 22. August, einen 1 Stunde und 1 Minute langen Film gedreht und daraus einige Ausschnitte, und hören Sie da mal genauer hin. Wir sind danach wieder zurück. Bis später. Der Dicke ist dort, der filmt gerade noch die anderen. Der da? Der ist der. Aber andere. Nein, wir wollen ja nicht böse sein, ne? Der etwas korpulentere Mann. Der andere, der alte Fettsack, nicht der? Psst, sagt man nicht. Ach, das ist nicht der Fettsack. Und, ja, keine Ahnung, die anderen, die müssen wohl dort sein. Also wenn wir jetzt mal so durch die Bäume gucken, was sehen, ich müsste jetzt eigentlich auch ranzoomen. Ja, ich kann auch ranzoomen. Muss man ein bisschen hoch machen hier, guck mal. Läuft da. Das ist natürlich der Opi hier davor, das wollen wir natürlich nicht. Da ist jetzt das wunderschöne Gebäude, hier das Zelt, weil es ist ja Tag der offenen Bundesregierung am Wochenende. Und ja, deswegen, ich überlege gerade, ich stelle mich gleich mal darüber, da im Schatten. Das müsste vielleicht besser gehen. Ich setze mich mal hier rüber. Das ist vielleicht ein bisschen einfacher zu sehen. Aber da habe ich direkt die Bäume hier davor. Das ist natürlich Mist. Mal links und rechts hier so. Ein bisschen ranzoomen. Da steht die Polizei. Und da stehen die Patrioten. Also der Herr Detlef hat natürlich auch schon, ist auch schon an uns vorbeigelaufen. Kommst du ein Stück mit rüber? Komm noch mal ein Stück hierher. Guck mal, hier hast du den besten Blick hier. Direkt durch die Bäume durch. Vorhin kam ich wissen, da kam der Dicke, der Dicke, der da gerade filmt, der Blaue, kam zu mir im Taxi in Forschungsgruppe. Ich bin jetzt da drüben. Ich so, hä? Was willst du von mir? Der denkt also, du gehörst dazu. Ja. Verrückt. Obwohl ich eigentlich immer ein grünes T-Shirt anhabe. Ja. Mensch, schau von den Grünen doch das T-Shirt an. Warum sollst du denn dann die Vorsprünge sein? Wir machen das mal hier. Wir müssen mal ein bisschen aufpassen, wen wir hier filmen. Ich ärgere die mal ein bisschen. Auch wenn die Bäume. Ich habe zwar irgendwie heute zittrige Hände, aber liegt wohl einfach daran, dass ich gerade da oben mit dem Rad hierher gekommen bin. Was? Ich habe mir so ein schönes Leihfahrrad genommen. Das ist mal ganz witzig. Und ein bisschen gefahren, bin ein bisschen außer Puste. Ja, lange keinen Sport mehr gemacht. Weniger rauchen. Ja, das scheint wohl so. Ein bisschen weniger rauchen. Mehr Sport machen? Sport ist mutig. Ich warte mal noch, bis die zwei dort vorne dann auch vorgegangen sind. Die müssten ja dann fast fertig sein. Herr Wies ist noch gar nicht da, oder? Nee, der ist mal wieder ein paar Minuten zu spät. Mann, die Patrioten hier wieder. Viel zu spät, zumindest der Anmelder. Oder es könnte sein, dass Detlef Frei oder Frey oder wie der heißt, dass der ja immer der Anmelder ist. Die haben noch gar keinen Bahntransporter. Der Herr Wiese hat immer einen großen Bahntransporter. Und übrigens hat Herr Wiese vorher mal sein Auto finden. Aber Gott, leider Kennzeichen nicht mehr dafür. Scheiße. Das hier mal ein bisschen einstellen hier. Ich würde ihn ja gerne mal zu Hause besuchen, den Herrn Wiese. Der wird auch schon in Potsdam gerne mal ein bisschen ausgebuht, wenn er da irgendwie öffentlich mal dasteht. Ja? So, die Polizei ist auch vor Ort. Mal gucken, wie lange sie dastehen. Ich
lass uns erstmal in der Position hier, versuch das mal in der Position zu halten und später dann vielleicht noch irgendwie anders mal, also einen anderen Winkel noch zu machen. Also ich warte noch, jetzt scheint er gerade hier, scheint es wert zu sein. Er macht immer hier drüben seine YouTube-Videos in so einem Stil der alten Tagesschau, mit der alten Tagesschau-Uhr. Das ist immer so witzig, weil der keinen Plan von Schneiden von Videos hat. Da geht mir mal das Messer in der Tasche auf. Aber gut, jeder hat mal klein angefangen, wir wollen ja mal nicht rummeckern. Ja? Aber bei YouTube, der hat dort keinen Namen, der hat dort einen langen Unterstrich, also mehrere Unterstriche zusammenhängt, hat er dort als YouTube-Kanal. Also, die langen Striche oder was? Ja, der macht mehrere Unterstriche, so dass sie zusammenhängt sind und als Langstrich, das ist der Profilname dann des Kanals. Du musst einfach eigentlich nur suchen nach Merkel muss weg, Mittwoch, und dann findest du schon Videos und den Kanal auch dazu. So, jetzt geht er rüber. Da werde ich mich dann gleich mal irgendwo drüben auf der einen Bank positionieren. Wenn die dann drüben angekommen sind. Ups, entschuldigt. Das kann echt heute echt bestimmt ein bisschen heiter werden, weil dort jetzt auch ziemlich viele Leute vorbeikommen. Warum heiter wird? Naja, wenn da wieder so Leute vorbeikommen mit Stinkefinger zeigen, so wie immer, es kommen ja immer mal Leute vorbei mit Stinkefinger zeigen und die sind natürlich diesmal ein Stück näher dran. Mal schauen, was heute wird. So, komm, lass uns mal ein Stück darüber gehen. Ich zoome mal ein Stück hier zurück. Jetzt mal, ob ihr was sieht. Da drüben auf die Bank, genau. Ja, geh mal dahin. Ah, da habe ich sie doch schön im Blick. Setz du dich hier rüber, dann kann ich hier von hier aus besser filmen. Den blöden Baum und so. Oh nö, guck mal hier. Ach, guck mal, mit Sonnenuntergang. Ja, wie schön ist das denn? Ist ja richtig romantisch. Doch, das geht schon. Ich zoome mal noch ein Stück ran, da sieht man noch ein bisschen mehr. So, dann kann ich noch ein bisschen hier ablegen. Uns jetzt fotografiert hier? Ah ne, da. Fotografiert sich selber. Da. Der Patriot mit der Fahne. Ah ja, dort. Echt, der hält jetzt da? Da hält jetzt... Der darf da einfach halten? Na, das kann ja alter werden. Der hält einfach mal dort im... An der Ecke. Ja, mal gucken, ob er es umparkt. Weil ich glaube nicht, dass er dort stehen darf. Nein, der wird hier seine... Guck mal, der packt das Fahren aus. Ja, ich schwenk gleich mal rum hier, weil jetzt gerade hier zu viele Arbeiter hier sind. Das ist die AfD. Die AfD, die rechte Partei. Ah, die rechte Partei? Ja, ja, die machen jeden Mittwoch hier Demo gegen Frau Merkel. Ah, Frau Merkel. Ja. Frau Merkel. Finden sie nicht gut. Die AfD findet Frau Merkel nicht gut. Und das ist AfD Potsdam, der Kreisverband Potsdam. Ja. Und die machen hier jeden Mittwoch schon seit gut 2 Jahren, jeden Mittwoch hier eine Demo. Witzig, das sind ja nur 30 Leute, also. So, wie viel haben wir denn heute da? 2, 4, 6, 8, 9, ach guck mal, da filmt einer. Da? Da ist er. Thank you.
mich mal noch ein Stück weiter hintersetzen. So, oh, ist das schon gemütlicher hier. Er hat sein Auto weggefahren. Hatte sich wohl doch ans deutsche Gesetz gehalten. Wenigstens etwas. Vor denen wird gerade ein bisschen hier rumgebaut und rumgebastelt. Ich zähle mal für euch durch, weil es ist relativ gut von hier zu sehen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36. Und wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, sind es ungefähr 36. Wir wollen ja mal ehrlich sein, ja? Oh ja, Eier mit Speck, habe ich ja ganz vergessen. Eier mit Speck, Eier und Speck. Ich muss jetzt auch noch von den Tee aufbewegen. Stimmt, die haben ja schon ihre, wie vielte irgendwie, knapp 80. oder keine Ahnung wie vielte Demo hier mittwochs. Völlig verrückt. Und zu jedem Demo, wir werden immer mehr. Also nach 80 Demos, da sollte das schon mal zu sehen sein, dass es mehr geworden sind. Oder was meint ihr? Ja, wenn es soweit ist, könnte ich ja nochmal das von denen ihren Video dann herausschneiden und mal zusammenfassen. Aber das ist natürlich, je nachdem wie ich Zeit habe, ich versuche das natürlich für die Kollegen mitzumachen. Weil ich bin der Einzige, der so ein bisschen davon Ahnung hat. Da sind natürlich die Kollegen auch mal froh drüber. Oh, Eier mit Speck. Ah, nee, Eier und Speck. 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 Genau, da lachen sogar die Passanten, die vorbeilaufen. Eier und Speck. Oh, jetzt kommen die Termine. Ganz wichtig. Oh, er hält den Termin nur in die Kamera. Ja, das kriegen wir dann ganz schnell raus. Will er jetzt nicht mehr öffentlich sagen, wann die Termine sind? Mensch, da kommt doch viel weniger. Da wird es immer weniger dann. Was ist denn los? Oh, die Reiterstaffel ist auch da. Kann ich mal kurz zeigen. Mit schönen Pferden. Aber das nur am Rande. Aber das, glaube ich, ist jetzt nicht für die gedacht, sondern das ist eher gedacht, wohl fürs Wochenende auch. Oder generell. Ich glaube, die sind auch ab und zu generell hier unterwegs. Ja, Silvi, Selbstinszenierung, das stimmt. Oh, da fotografiert jemand. Oh, jetzt wird's interessant. Werden sie was sagen, weil sie es fotografiert hat? Nein, 50 sind es auch nicht, Silvi. Es sind noch nicht mal ganze 40. Also, wenn sie auf 40 Grad so kommen, dann ist es schon viel. Oh, da wird fotografiert gerade von jemandem. Bin ja mal gespannt, was hier noch passiert. Ich filme das mal, falls da irgendwas passiert. Dann habe ich das wenigstens hier auf Band.
Jetzt habe ich das alte Wort gesagt, das Band. Das Filmband. Das ist ja so 1980. Aber man scheint sich relativ ruhig zu unterhalten. Ob es denn was helfen würde, wenn Deutschland die Türkei unterstützen? Vorhin sind schon ein paar Leute dazugekommen, die hier rumstehen und zuschauen. Aber die Familie, die gerade vorbeikommen, das war, glaube ich, irgendwann auch, waren jetzt keine Deutschen. Aber die haben verstanden, was ich gesagt habe. Die scheinen also Deutsch zu verstehen. Jetzt schauen wir mal, was der hier drüben macht. Diese Wespen. Seid lieb zu mir. Er diskutiert auf jeden Fall. Ich muss mal leider draufbleiben, es tut mir leid, Leute, aber falls irgendwas passiert, dann habe ich das wenigstens drauf. Oh Mann, ey, da kann man echt, wenn man zuhört, echt die ganze Zeit nur lachen. Also wo ich die ersten Male hier saß und habe das mir jemand angehört, jedes dritte Wort konnte es man sich echt. Oh ja, hat er mal, er sagt das auch schon wieder zum 100. Mal, so lange wird es nicht mehr dauern, bis alle anderen aufwachen und nur noch AfD wählen. Mann ey, muss man denn das ständig sagen? Da muss man doch langsam merken, dass das eben nicht so ist. Sollen sie doch demonstrieren und sagen, hey Leute, kommt dazu, wir stehen hier für etwas, aber nicht dauernd sagen, das wird irgendwann wirklich so sein. Das ist doch totaler Humbug. Bringt richtige Sachen an, dann würden euch auch mehr folgen. Aber mit dem Gelaber, mit den halben Fake News, Halbwahrheiten, bringt das überhaupt nichts. Dunkler Schatten über Deutschland. Es ist Nacht über Deutschland. Ein dunkler Schatten über Deutschland. Was der für Sachen bringt. Ah, hat mein Lieblingspatriot wieder gesagt, dass wir filmen? Oder hat er es nicht gesagt? Sehen wir, weit ich hier noch rankomme. Da der in so einem diesem grün-grauen Shirt da, aber den kann man ja leider nicht ganz so gut erkennen. Aber heute keine Prominenz da, kein Siggi da, keine Laila da, Mann, ist das langweilig. Wird jetzt nochmal gesungen oder wie sieht denn das jetzt aus hier? Oh, er verabschiedet sich. Oh, jetzt singen sie nochmal. Bitte steht nochmal auf, nehmt die Kappen vom Kopf. Hand aufs Herz. Die Hymne. Oh, Achtung, die Nationalhymne. Die Zäune, Simon, das sind Zäune schon aufgebaut, weil hier am Wochenende Tag der offenen Bundesregierung ist. Ah, jetzt fühlt sich gerade eine Wespe ganz niedlich hier. Von daher. Ja, da ist mal wieder Deutschland gerettet für die eine Woche. Nächste Woche geht's weiter. Ich habe immer die Vermutung, dass sie und er, der gerade singen am Mikro, dass die irgendwie jetzt langsam Pärchen geworden sind, Mensch. Ist eine richtige Liebesgeschichte aus denen geworden. Also habe ich die Vermutung. Danke. Und wir kommen wieder, ja? Ja, ja. Kommt mal wieder. Knapp 40 Leute. Wir bleiben, bis sie gehen. Ja, ja. Also in 3 Jahren. Ach, der will da rein, wenn sie geht. Ist das eine Drohung oder was wird das jetzt hier? Danke Ellen für den Link. Sehr schön. Genau, das ist immer das Witzige, wenn sie mal sagen, ja, wenn sie geht, gehen wir rein, wo ich mir da, wer sagt denn, dass du reingehst, dass ihr da reingeht? Wartet doch mal, wenn, dann wird gewählt demokratisch, ja.
aber ich komme wieder raus. Ich bin diese feige Merkel und sage, komm! Hol nicht, du Hund, du! Waren das irgendwie Presse, die zwei, die vor uns bei dir standen? Nein, das ist irgend so ein Fotograf von denen, der hat so ein bisschen... Von welcher? Weißt du, welches Format? Nee, die sind ja privat in Ach so. Also niemand von denen da drüben, okay. Also vielleicht oben einer von denen da drüben, aber... Wisst jetzt nicht ganz genau, okay. Ganz korrekt da. Also, ja, ich habe schon gesehen, dass er mit dir ganz korrekt gesprochen hat. Ja. Darum habe ich mir keine Sorgen gemacht. Ich mache mir keine Sorgen, ich mache ganz korrekt. Nur bitte, wer ist verwundet? Genau, Silvi. Kommt wieder. Jetzt gehen sie langsam alle hier. Wir kommen wieder! Und holen euch! Nein, so wollen wir ja nicht vorgehen mit dir. Doch, wir jagen euch! Wir sind ja anständig, ja? Wir jagen euch bis zum Kanzleramt und wir zurück. Ja, die sind ja dann hier im Kanzleramt. Die wollen ja rein. Nee, wir jagen sie bis nach vorne. Die wollen ja ins Kanzleramt rein. Sollen sie mal versuchen. Ist in 4 Jahren bin ich Kanzler. Und den könnt ihr gerne kommen. Das ist sowieso verrückt, dass sie da echt denken, dass sie in 4 Jahren an der Spitze stehen. Ich hab keine Angst wie die Merkel. Die blöde Kuh, die verkriegst du sowieso. Aber ich verstehe nicht, wenn die Kanzlerin wird rauskommen. Ah ja, wunderbar, Heike, vielen Dank. Das ist also Preußen gewesen. Ach du, dann ist doch mal Spaß mit gerne, ein bisschen Kaffee raus. Georgius, die Kuh immer gerne. Ah, man kann sich doch mit jemandem Spaß machen. Jetzt muss ich mal kurz hier. Da will jemand baden gehen. Silvi geht noch baden. Was? Ja, hab sie gerade geschrieben. Jetzt ist Zeit zu baden. Also sie muss baden. So, sie muss hier erstmal von dem braunen Gesindel ab. Margret, gerne, immer wieder gerne für die Unterhaltung. Karin, bitteschön, beim nächsten Mal gern wieder. Mal schauen, nächste Woche müsste es eigentlich auch noch mal klappen, dass ich vorbeikomme. Wie gesagt, ich bin selber in Arbeit, da kann ich auch nicht immer. Und die Kollegen, wenn sie mal, aber ich glaube, die Kollegen werden nicht den Livestream machen, die sind so technisch nicht ganz versiert. Wenn, dann mache ich das mal für die Kollegen. Wir warten mal noch ein bisschen und dann, denke ich mal, reicht das auch für heute. Bin ja mal gespannt auf den ihren Livestream, ob sie irgendwas am Anfang noch gesagt haben, ob irgendwie Dieter was gesagt hat. Der verabschiedet sich gerade. Sehen, welche Richtung er läuft. Aber ich darf ja jetzt auch danach dann nicht mehr filmen, weil es ist ja dann vorbei. So, ich mache jetzt mal den Livestream aus, Leute. Sollte noch was passieren, ich habe noch eine Actioncam mit. Viel Spaß, schönen Abend, bis bald. Ciao. Soweit der Bericht der Antifantenseite Forschungsgruppe AfD Pegida Tier. Und hier kommt ja auch schon unser Herr Sondermann. Herzlich willkommen. Ja, hallo Berlin, hallo Patrioten, ihr könnt mich hören. Jawohl. Zunächst, ja, wolltest du was zu dem Tag der offenen Tür im Kanzleramt? Ja, wir waren ja hier vor Ort und mehr gibt es davon noch später von mir. Das ist jetzt auch schon wieder 3 Tage fast hier. Ja, ich bin dann nach Eberswalde zur Demonstration. Dazu berichte ich eigentlich auch gleich noch mehr. Ja, in der letzten Woche. Ja, Annegret Kramp-Karrenbauer will eine dienstliche Asylbewerber. Dazu kann man nur sagen, das ist ja Betrug. Weil das Volk, das deutsche Volk, das wurde belogen, denn es hieß ja, die kommen als politische Flüchtlinge und jetzt kommen sie tatsächlich als Wirtschaftsmigranten. Hätte man das vorher gewusst, dass es gering qualifizierte Wirtschaftsmigranten sind, dann wäre der politische Widerstand größer gewesen. Aber man hat das Volk absichtlich belogen. Nun hat Merkel sie erstmal zurückgepfiffen in ihrem Sommerinterview. Ansonsten war das wieder sehr langweilig am Sonntag. Sie möchte eine Rente bis 2025, ein Renten
Niveau garantieren. Da kann man sich Gedanken machen, ob Merkel tatsächlich noch bis 2025 machen will. Man weiß ja nie. Mittlerweile wurde am Dienstag der neue Verfassungsschutzbericht für Berlin vorgestellt. Es gibt mehr Salafisten, es gibt mehr Linksextreme. Aber was tut Innensenator Geisel von der SPD in seiner Pressekonferenz? Er sagt, die AfD, es werden Daten gesammelt der AfD. Sie sammeln Daten, ja. Was damit gemeint ist, darüber kann man sicherlich spekulieren, mit den Medienberichten. Eine Beobachtung kann das ja so nicht sein, denn also im Verfassungsschutzbericht stehen wir ja nicht. Und man kann ihm eigentlich nur raten, beobachten Sie mal die Grünen, was die so von sich geben, also wie nie wieder Deutschland oder Deutschland, Ministerstück Scheiße, diese ganzen Beschimpfungen. Die muss man sich dauernd anhören und die sind eindeutig verfassungsfeindlich. Ja, und jetzt zu den Ereignissen in Chemnitz gleich, die uns sehr bewegt haben. Ich will nochmal eine Chronologie wiedergeben. Zwei Tage vorher war das noch nicht so gut möglich, also am Samstag. Also erstmal sind in Chemnitz diesem Jahr bereits 60 gab es 60 Vergewaltigungen, 56 Mal waren Migranten, die Täter viermal unbekannt. Und schon letztes Jahr wurde das Stadtfest in Chemnitz abgebrochen wegen Gewalt. Und trotzdem wurde es dieses Jahr wieder angesetzt. Und das zeigt eigentlich, dass den politisch Verantwortlichen es egal ist, was mit der Sicherheit des Volkes passiert. Und das ist schlimm. Und am Samstagabend waren da also drei Deutsche mit Migrationshintergrund, einer mit Halbkubaner, zwei Russlanddeutsche, die wollten nach einem Bericht Geld von einer Bank abheben. Nach anderen Berichten waren das zwei Frauen und die drei sind ihnen zur Hilfe gekommen. Daraufhin wurden sie gebeten, ihre EC-Karten abzugeben. Das haben die verweigert. Nach einigen Minuten kamen ungefähr 10 Ausländer wieder, zwischen 9 und 12 heißt es, und haben auf die drei deutschen Männer mit Migrationshintergrund eingestochen. Der Kubaner ist verstorben. Es gibt unterschiedliche Berichte über die Anzahl der Messerstiche. Das ist völlig unwichtig, ob es 5 oder 5 Messerstiche waren. Ein Toter ist ein Toter. Der zweite, die anderen beiden schweben in Lebensgefahr wohl. Es gab Berichte, ein zweiter sei verstorben. Die haben sich bisher nicht bewahrheitet. Ja, und mittlerweile gibt es sind zwei Asylbewerber inhaftiert, ein Iraker und ein Syrer, ein 22-Jähriger und ein 23-Jähriger. Mhm. Einer ist jedenfalls nicht aus Chemnitz und sie sind offenbar angeklagt, zumindest der eine wegen Totschlag, nicht wegen Mordes. Da muss man sich fragen, ja, in Düsseldorf gestern gab es zum Beispiel, wurde jemand lebensgefährlich verletzt, in einem Messerstecherei, da gab es sofort einen Haftbefehl wegen versuchten Mordes, aber das war eben ein Türke. Und hier bei dem Deutschen mit Migrationshintergrund ist das nicht erfolgt. Warum nicht? Das ist die Frage. Und dann am Sonntag gab es also erstmal einen AfD-Stand auf dem Fest. Ja, und da nochmal auf Stichwort Chemnitz können wir ja noch einfügen. Es gibt auch jetzt eine große Veranstaltung noch am Samstag, den Schweigemarsch in Chemnitz zusammen mit der Pegida. Das wollte ich chronologisch noch bringen, das kann man sofort bringen. 17 Uhr. Also am Sonntag war es erstmal so, dass die AfD da einen Stand wohl nur hatte. Es hieß dann aber in Medien, es wäre eine Demonstration von 100 Leuten gewesen. Die haben auf jeden Fall, so ab 15 Uhr waren die da und haben 15.30 Uhr haben sie eine Schweigeminute eingelegt und dann haben sie so 15.45, 16 Uhr den Stand abgebaut, weil wohl schon etwas bekannt war. Für 16 oder 17 Uhr hatte der Fußballverein des Verstorbenen als einer Spontandemo im Netz aufgerufen und wohl auch noch ein anderer Fußballclub. Und das ist wohl der Grund, warum das Stadtfest dann beendet wurde. Offenbar.
Und bei dieser Spontan-Demo waren 800 bis 1000 Menschen anwesend. Die Polizei spricht davon einem gewaltbereiten Kern von 50 Leuten. Die Frage ist natürlich, was gewaltbereit? Waren die gewalttätig oder wollten die gewalttätig werden? Oder also das ist ziemlich unklar und unbestimmt. Es gibt verschiedene Berichte. Nach einem Bericht haben Hooligans Asylbewerber, die ihnen den Stinkefinger gezeigt haben, dann eingekesselt und eine Leibesvisitation gemacht, und siehe da, jeder Asylbewerber hatte ein Messer dabei, und diese Messer sollen also die sollen ihnen abgenommen worden sein, der Polizei übergeben worden sein. Es gibt auch andere Berichte. Dieser Augenzeugenbericht ist relativ glaubwürdig, und die Polizei sprach von 4 Rechtsverstößen. Fakt ist aber, dass die Polizei offenbar von dieser spontanen Demo am Sonntag überrascht war. Und die AfD hätte das Momentum gehabt, sozusagen. Diese Spontan-Demo sozusagen zu instrumentalisieren, denn die waren einigermaßen auf dem Laufenden. Die haben aber jetzt eine Pressekonferenz am Montag abgehalten, und zwar genauer gesagt 3 Mitglieder der AfD-Bundestagsfraktion hier in Berlin, und die haben sich sehr BRD-staatstragend gegeben. Die Bürgermeisterin der SPD von Chemnitz, Ludwig, hatte dann irgendwas erzählt von eigentlich skandalöse Äußerungen getätigt in 37 Sekunden, weswegen die AfD, weswegen auch der Rücktritt gefordert wurde von ihr. Also, dass sie das nicht zulassen werden, irgendwie, dass es einen Kontrollverlust gab, und muss man nachgucken. Das ist eine Demontage des Rechtsstaats sei es gewesen, dass die Demonstration unangemeldet gewesen sei, und das sei also eine Selbstjustiz. Ja, also das ist so in unserem Staat, da werde ich in der Zusammenfassung darauf kommen noch, dass eben diese unangemeldeten Demos, dass da ein Kontrollverlust der Staates beobachtet werden kann. Für Montag 18.30 Uhr wurde dann vom Pro Chemnitz eine Demonstration angemeldet. Ja, was ist der Erfolg, wenn man eine Demonstration anmeldet? Man liest sofort bei Chemnitz Nazifrei, wo die Route verläuft. Das funktionierte wahrscheinlich so, dass Journalisten, die diesen Antifanten da wohlgesonnen sind, da bei der Polizei anrufen und die Demo-Route erfahren. Das ist sehr gefährlich, und dann wird immer sofort eine Gegendemo angemeldet, die also, meines Erachtens keine Demo ist, die man eigentlich nicht genehmigen dürfte, meines Erachtens. Ich kenne nun das sächsische Versammlungsrecht nicht. Die Länder haben das Recht, jetzt auch eigene Versammlungsgesetze zu erlassen. Seit der Föderalismusreform vor etwa 10 Jahren. Ja, und da war also dann eine Demonstration von Chemnitz Nazifrei um 17 Uhr angemeldet worden, nur um zu blockieren und zu zerstören. Nichts eigenständigen Beitrag, keinen eigenständigen Beitrag zu leisten. Das ist die Krux mit angemeldeten Demonstrationen. Und da ist es auch so, dass der Platz dann viel zu klein war. Es gibt, also Pro Chemnitz, dieser Anmelderverein, hat durchaus bei den letzten Kommunalwahlen konkurriert mit der AfD. Also es ist nicht identisch mit der AfD, muss man sagen. Und da wurde auch geredet. Ab 18.30 Uhr, eigentlich erst später, weil es so viele waren und der Platz fasste die Leute nicht. Die Polizei spricht von 6.000 Teilnehmern, der Organisator von 10.000, die Linken haben von 7.500 gesprochen. Mhm. Bei den Gegendemonstranten, ja, also schon, da hieß es 1.000 bis 1.300 in den Systemmedien. Ja, also es war eine deutliche Mobilisierungsüberzahl der Heimattreuen, die Deutsche bleiben möchten. Und das ist schon mal, nicht so vorwegzunehmen, ein Riesenerfolg. Und die Marschroute konnte auch nicht blockiert werden. Es gab da dann 20 Verletzte durch Pyrotechnik. Die Polizei schreibt von beiden Seiten. Presseerklärung gab es. Der Polizei ließ auf sich warten. Sie kam wohl nicht vor Dienstagmittag jedenfalls.
Die Polizei sprach wieder, da stellte dazu dar, es wäre ein Kontrollverlust entstanden. Es sollen laut Systemmedien nur 600 Polizisten vor Ort gewesen sein, aber nach Augenzeugenberichten hatte die Polizei die beiden Demonstrationen im Griff. Und deswegen überrascht das, diese Äußerung, muss man ganz ehrlich sagen. Sie seien auch vom Landesamt für Verfassungsschutz gewarnt worden, meint dieser. Es kann nicht überraschen, dass da so viele nach Chemnitz kommen, weil doch die Anteilnahme riesengroß ist. Jetzt ist für Donnerstag wieder eine Demonstration von Pro Chemnitz um 18.30 Uhr, um 18 Uhr, pardon, beim Stadion angekündigt worden, weil der sächsische Ministerpräsident sich da mal blicken lassen möchte. Und am Samstag nun, komme ich zu dir, ist dann der Höhepunkt. Um 17 Uhr wird eine Demonstration von AfD und Pegida stattfinden mit Björn Höcke, Andreas Kalbitz und Jörg Urban. Und ja, da hoffen wir, dass es mehr werden, denn Fazit, es müssen noch mehr werden, um es kurz zu sagen. Es muss eine sechsstellige Anzahl von Demonstranten auf die Straße, da muss auch geredet werden, da müssen brillante Redner mit guten Reden da sein, die wissen, was zu tun ist. Ja, dann hat man ein Momentum auf der Straße. Die Polizei erleidet nur dann Kontrollverlust, wenn sie von unangemeldeten Demonstrationen überrascht wird. Bisher nach meiner Erfahrung, nun ausnahmselig war der Frauenmarsch, das habe ich selber miterlebt, im Februar, der wurde blockiert. Auch die Polizei hat uns eingekesselt, statt die Gegendemonstranten wegzuräumen. Dafür ist ja auch der Polizeipräsident von Berlin dann entlassen worden. Und da habe ich gesehen, dann hieß, dass die Polizei dann verhindern wollten, dass sie hier zum Kanzleramt marschieren. Das war ja in Kreuzberg. Und da habe ich gesehen, dass sie uns nicht mehr halten konnten, weil es so wenig Polizisten waren. Es ist alles ganz friedlich gewesen, aber ich bin schon sehr stolz darauf, nachdem sie uns da eingekesselt haben. Das war nicht sehr schön, dass wir noch zum Kanzleramt gekommen sind. Wenn die Polizei, die deutsche Polizei dran hatte, 1.300.000 Polizisten, das ist das Rückgrat dieses Staates. Bisher weigert sich die Berliner Polizei zumindest, ein Gesetz umzusetzen. Das ist allerdings meines Erachtens völlig bedeutungslos. Die halten die Kondompflicht in Bordellen für nicht zumutbar zu kontrollieren. Sie lehnen die Kontrolle ab. Das kann man einen Polizeistreik nennen. Ich denke, es gibt, es ist ziemlich überflüssig, das Gesetz, weil da möchte ich mich da jetzt nicht ausbreiten. Ich denke, es gibt viel entscheidendere Gesetze und es fängt ganz entscheidend darauf an, wie die Polizei zu diesen Gesetzen, zu diesen Demonstrationen steht. Und wir haben auch in Eberswalde gesehen, dass die einfachen Polizisten doch uns sehr gewogen sind, weil die natürlich die ganzen Missstände sehen. Und ich denke, sie wissen auch, dass es ein Widerstandsrecht gibt. Und wenn sie Gesetze mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren können, wenn sie unmenschlich sind, dass man, dass sie da auch aus Gewissensnotstand da die Ausführung verweigern können, nach dem Widerstandsrecht von Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz. Und damit bin ich heute erstmal hier an diesem Ort zu Ende. Wir gehen gleich rüber und sagen, wie immer, Merkel muss weg. Vielen Dank für die ausführliche Berichterstattung. Eine Chronik. Ja, es ist noch kurz, bis es startet, denn Herr Wiese wurde von der Polizei nochmal zurück zum Auto gebracht. Aber Sie sehen,
der Merkel muss weg Mittwoch, formiert sich so langsam heute am 29. August wieder in Berlin. Auch die Forschungsgruppe AfD-Pegida ist hier, wurde schon wieder gesichtet in Richtung Busch, unser sogenannter Buschfunk. Aber das ist auch nicht schlecht. Ein bisschen Zuschauer sind ja erwünscht. Und Sie schließen sich hier der Demonstration? Ja. Bei Sie ist auch soweit, Auflagen gibt es soweit keine, wenn Sie Verstärker oder sowas verwenden, dann nicht direkt auf Standrahmen richten, sondern auf die Straße richten. Mhm. Und ansonsten haben Sie keine weiteren Auflagen. Zeiten sind Ihnen bekannt? 18 bis 19 Uhr. Und Sie würden dann auch jetzt starten? Ja. Welchen von den Polizeiautos sind Sie, die man kriegt, wenn hier irgendwelche Zwischenfälle kommen? Dann kommen Sie einfach auf mich zu. Sie sind und ich, ich bin Ihr Ansprechpartner. Mhm. Ich bin ja Ihr Verbinder. Also kommen Sie dann einfach auf mich zu. Und dann klären wir alles weiter. Aber ich gehe davon aus, dass hier nichts weiter passieren wird. Heute zum 9. weil wir ja nicht viel groß megamäßig mobilisiert haben. So deswegen ist es relativ gut. Ich denke, das ist der Hauptgrund. Ich könnte natürlich noch viel mehr mobilisieren. Gut. Dann bringe ich Ihnen Ihr Ausweis gleich wieder und Sie können dann beginnen. Ja? Ja. So, also heute Ausweiskontrolle. Herr Wiese wurde vermutlich erkannt und auch Herr Sondermann. So, nachdem ja schon heftige Diskussionen im Gange sind, möchte ich euch trotzdem recht, recht herzlich begrüßen. Wieder der obligatorische Haufen, jawohl, bayerisch, grüß Gott, wie geht's? Damit sind wir ja schon wieder beim bayerischen Wahlkampf. Die zittern mittlerweile sehr stark. Stichwort 14. Oktober, Wahl in Bayern. Als Regierungspartei oder Mitregierungspartei zu verhindern. Das wird sich hier im Umkreis, auch in Brandenburg, in Thüringen, in Sachsen, Sachsen-Anhalt ebenfalls ergeben. Die Nervosität ist zu spüren, man sieht sie auch an der Berichterstattung.
Man hat es ja gestern wieder gesehen. Also ich habe Rasten Hotel gesehen, Livestream von Chemnitz. Da habe ich was anderes gesehen, wie das, was heute in der Presse stand. Was mich ja sehr wundert, ist, dass man von uns verlangt immer, wir müssen die Sicherheitsvorschriften einhalten, hier, hier, hier. Wir dürfen nicht dorthin gehen, nicht dorthin gehen. Ich kann mich noch erinnern, da gab es dann den Punkt, wo man auf den Bürgersteig treten musste. Die Zecken auf der anderen Seite, nur 10 Meter weg, konnten tun und lassen, was sie wollten. Dann höre ich, es gab Hitlergrüße. In keiner Aufnahme, ich habe die heute nochmal vorspielen lassen und auch meinen Mitarbeiter hingesetzt, das anzuschauen, ich konnte keinen entdecken. Aber ich konnte entdecken, was die Zecken gemacht haben. Das konnte ich entdecken und da muss ich sagen, da sind die Ordnungshüter nicht eingeschritten, nicht weil sie nicht dürfen, sondern weil sie einfach nicht dürfen. Das ist es. Man merkt es sehr wohl. Heute Morgen in den Nachrichten hat es ja so geheißen, als wenn hier nur Böller, Feuerwerksraketen, Flaschen, die hauen sich ja, also die Demonstranten, sogenannten Rechten, hauen sich ja auf die Flaschen von selber am Kopf. Ja, ja, das ist so, da sitzen welche und dann heißt es, ja, die haben sich hier mit Flaschenwürfe selber kaputt gemacht. Also wie schizophren läuft es hier ab. Die Schuldige für das Ganze sitzt da hinten. Heute ist sie angeblich in Afrika. Da wird sie. Nein, da geht es ja weiter. Vielleicht ist sie nach Südafrika. Da kann sie nämlich mal sehen, wie die Weißen abgeschlachtet werden. Abgeschlachtet werden sie dort. Die Regierung hat die Weisung rausgegeben, kein Weißer darf mehr ein Grundstück besitzen. So. Und wenn er es haben möchte, also er muss es verkaufen, aber zum Preis, den die Regierung gibt, hatten wir alle schon Rhodesien und so weiter. Das waren alles die Dinge, die zum Untergang geführt haben. Vielleicht gibt sie dafür auch Geld. Denn überall dort, wo man unsere Leute trizen kann, ist sie mit dem großen Geldbeutel unterwegs, verteilt unsere Steuergelder, verteilt alles, was wir noch haben, so wie den besten DDR-Zeiten, wo es ja darum ging, den Klassenfeind zu vernichten. Heute ist sie die Kanzlerin der Migranten und nicht mehr des deutschen Volkes. Ich frage mich, warum wird hier nicht eingeschritten? Eine schlimmere Sache, als sich hinzustellen und zu sagen, ich bin nicht mehr die Kanzlerin der Deutschen, ich bin Kanzlerin der Migranten. Das ist Kaiser. Ich weiß nicht mehr, was noch passieren soll. Kann ich nicht mehr sagen. Jedenfalls haben wir heute auch gute Bewachung. Unterm Baum sitzen auch wieder die gerade Touristen sind. Wir werden es ja noch erleben, ob wieder Aufnahmen gemacht werden. Angeblich soll das nicht der Fall sein. Und wir verhalten uns so, wie wir es immer machen. Das ist unser Terrain, das ist unsere angemeldete Demo. Wenn hier irgendwelche vorbeikommen, ihre üblichen Hassparolen loslassen. Lasst sie. Hier wird ja nur drauf gewartet, und sonst steht man nicht hier rum und beobachtet uns. Hier wird nur drauf gewartet, dass wir hier eventuell Dinge machen, wo Straftaten. Straftaten sind heute wieder voll aktuell. Wir werden uns an die Regeln halten. Wir werden auch, sofern es wieder Spucker wie beim letzten Mal gibt, nicht mehr Anzeige machen, weil wir haben es ja erlebt. Zuerst hat man zugeschaut, dann hat man darauf gedrängt, dass man die Anzeige aufgeben möchte. Dann ist man notgedrungen irgendeinem Fahrradfahrer hinterhergefahren und hat dann den falschen Fahrradfahrer hierher gebracht. Aus Versehen. Also lasst die Anzeige. Lasst auch die Schreier vorbeifahren, die Spucker, die Lamas, alles was es hier gibt. Unsere Gesetzeshüter haben es eh schon schwer genug. Wir müssen heute wahrscheinlich 2 oder 3 Demos auseinanderhalten. Wir sind die Guten. Wir sind die, die eigentlich die Demokratie haben wollen, die hier nicht mehr herrscht. Und wir sind auch die, die die
Alternative sind zu diesem ganzen Sauhaufen, der sich heute Regierung nennt. Bravo, Merkel muss weg! 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 Jetzt habe ich mal eine Frage. Wir haben ja heute auch unseren fleißigen Klausi dabei. Und ich habe vorhin gehört, Klausi hat Merkel besucht. Jetzt weiß ich nur nicht, ob er es im Weißen Zelt besucht hat oder in ihrem Dienstzimmer besucht hat. Aber Klausi wird uns das jetzt erzählen. Klausi, bevor wir jetzt losgehen, wir begrüßen hier unsere Zuschauer auf Facebook. Ihr seht, wir sind wieder da. Wir lassen uns nicht unterbringen. Was hast denn du für eine Kräftstelle? Das ist das Löwie. Nee, wie nennt sich das? Flüstertüte von dem Bundestrainer, oder? Deswegen haben die auch so versagt. Funktioniert nicht, wa? Die Merkel muss man sagen. Um Gottes Willen, um Gottes Willen. Klemm dich hinter die Barriere. So, liebe Zuschauer auf Facebook, ihr könnt natürlich nicht kommen, wissen wir. Ihr seid in Amerika, ihr seid in China, ihr seid überall. Haben wir den Nachweis, das war auch schon Hongkong-Television hier, wir hatten alles. Ich möchte die Gelegenheit auch gleich nutzen, nochmal darauf hinzuweisen, am 14. Oktober sind die Wahlen in Bayern. Macht die bayerische Landesregierung nass, geht her und wählt die AfD. Denn nur wir sind die Alternative. Eine andere Alternative für Deutschland gibt es nicht mehr. Untergang oder Alternative für Deutschland. Die Wahl habt ihr jetzt noch. Auch wenn die, die Lamas, die Hetzer, die hier vorbeifahren, die Nazi-Brüller das nicht glauben haben wollen. Ich hoffe, dass sie dann, wenn es soweit ist, den Mut haben, nicht zur Kasse zu gehen, nicht direkt zu gehen und hier von dem restlichen deutschen Volk dann noch Geld haben wollen, sondern dass sie sich dann das holen von denen, die sie hier so bemuttern wollen. Oder ich hätte schon fast gesagt, bemitleiden. Also, wir haben Veranstaltungen, das muss ich gleich zum Anfang sagen, ich sage es auch zum Schluss nochmal. 1.9. in Neuenhagen. Die Veranstaltung haben sich, glaube ich, 300 Leute angemeldet. Kommt bitte dorthin, besucht es, sagt, ja, Merkel muss weg. Es gibt den Oberhetzer Kindervater, der dort in Strausberg das Heft in der Hand hat. Wir werden ihm zeigen, dass ihm seine Zeit vorbei ist. Er konnte das 2013 machen, 2014. Konnte er hetzen, aber die Zeit ist vorbei. Und es wird auch immer schlimmer für ihn. Lieber Kindervater, wenn du zuschaust, ich bleibe so lang und ich lasse mich nochmal aufstellen, bis ich dir dein Handwerk gelegt habe. So, 14. Oktober, die Bayern. Die Bayernwahl wird ebenfalls ein Desaster werden für die, die das C vorne dran haben. Früher war das C für christlich. Hast du schon mal von der neuen Datenschutzrichtlinie gehört? Lass ihn doch. Auch er ist einer der Verführten. Verschwinde! Lass ihn gehen. Er ist einer der Verführten. Der kann auch nach vorne kommen, wenn er das will. Lass ihn bitte. Lasst euch nicht reizen und lasst euch nicht. Nein, lasst doch ihn. Auf das warten die doch alle. Dann muss man das der Polizei sagen, dass wir das nicht wollen, dass der Bulle von uns macht. Kommt aber dann der Satz, das ist eine öffentliche Veranstaltung. Auf das warte ich ja jetzt. Auf das warten. Wir werden auch Fotos machen und dann möchte ich den Gesetzestext haben. Wir haben uns jetzt vorbereitet. Wir haben ihn. Und die es dann durchsetzen wollen, dass wir nicht fotografieren dürfen, müssen wir ihren sein. So.
Ja, nee. Alles gut. So, nochmal. Bayern, 14. Oktober. Wer Zeit, Lust und Muse hat, helft den bayerischen Kreisverbänden beim Wahlkampf. Stellt euch zur Verfügung, die haben immer Bedarf. Und ansonsten, wir kämpfen. Ja. Wir sind, also ich bin vom 3. bis zum 6. in Bayern. Ich werde schon vorher den Veranstaltungswagen nach unten fahren. Wie bitte? September, ja. Im Oktober. 3. bis 6. Oktober. Wir sind dann dort. Es gibt auch andere, die runterfahren. 30. September ist Merkel in Bayern. Da werde ich einen Kurztrip machen, weil ich muss dann auch wieder in einen Ausschuss. Aber wir werden da sein. Wir werden hier den Empfang bereiten. Und wir werden uns auch zeigen. Sie wird sehen, dass wir auch in Bayern sind. Die Merkel muss weg, ist in der ganzen Bundesrepublik. Und wir lassen uns von niemandem mehr einschüchtern. Niemand. Wir stehen auf dem Boden des Gesetzes. Was andere nicht tun, hat man gestern wieder in Chemnitz gesehen. Das war das Schlimmste, was ich überhaupt in letzter Zeit gesehen habe. Aber das Allerschlimmste war die Berichterstattung heute. Da wurde eine Trauerveranstaltung, wurde dann als Hetze dargestellt. Von der Bürgermeisterin, von dem Kretschmer, von was weiß ich nicht, was sind das für Politiker? Können sich die überhaupt noch am Abend im Spiegel anschauen? Ich glaube, die haben die alle demontiert. Da müsste denn irgendwie das Kotzen kommen, wenn sie sich selber anschauen. Nein, es gab bei Russian Today, gab es den Livestream und man konnte dann sehen, wer wo was gemacht hat. Und ich denke mal, es hat ja geheißen, wir werten jetzt die Videoaufnahme der Polizei aus. Ich hoffe, dass wir dann auch über unsere Kollegen in den Landtagen dort unten die Mitteilung bekommen, was ausgewertet wurde und wie viele Bänder verschwunden sind. Das werden wir ja dann noch sehen. Also diese ganzen Geschichten, die jetzt in den letzten Tagen ablaufen, wo man schon den Bürgerkrieg hervorruft, man muss sich das mal den geisteskranken Zustand dieser Republik vorstellen, weil Leute trauern, weil Leute einen Trauermarsch machen, wird ein Bürgerkrieg an die Wand gemalt. Dann dürfen wir auch nicht mehr ins Kaufhaus gehen, weil es sind mehr wie zwei Leute zusammen, die haben nicht. Wären die jetzt auf Gesinnung? Sind wir wieder so weit, dass wir Gesinnungsprüfung machen? Wahrscheinlich schon. Anders können wir das nicht erklären. Aber wir wollen jetzt auch ein bisschen was hoffentlich Positives sagen. Und ich möchte Klausi bitten, mal von seinem Besuch vergangener Woche bei der Kanzlerin der Migranten dort war, und ich hoffe, dass er jetzt uns was Positives sagen kann. Und zwar war ich beim Tag der offenen Tür, jetzt letzte Woche Sonntag, und habe mal die Chance genutzt, dort Frau Merkel persönlich zu fragen, ob sie denn mal mit Herrn Franz Wiese spricht, der ja jede Woche hier vor dem offenen, hier jeden Tag, jede Woche Mittwoch vor der Tür steht sozusagen, und da gab es eine kurze Antwort im Vorbeigehen, ja, das war mir aber noch nicht genug. Und da habe ich noch einen zweiten Versuch gestartet und habe den Frau Merkel gefragt, ob sie denn, wenn sie Mittwoch hier mal vor Ort ist und Zeit hat, auch mal rauskommt und mit Herrn Wiese spricht. Und dann gab es immerhin ein Okay zu hören. Und das fand ich doch mal schon ganz interessant. Und wir beide sind gespannt, ob es denn dazu kommt. Also das war ein englisches Okay. Es war ein englisches Okay. Ansonsten noch Tag der offenen Tür war interessant. Von den Sicherheitsvorkehrungen bis zu den einzelnen Ständen, die auch dort vor Ort waren. Bundesnachrichtendienst hatte zum Beispiel einen Informationsstand und ähnliches. Das war gelungen. Ansonsten hat mich nach wie vor die bauliche Gestaltung nicht überzeugt, weil das Kanzleramt sieht ja auch, so wie es hier von vorne aus sieht, hinten genauso aus. Also der Spitzname Waschmaschine durchaus noch angebracht. Ansonsten für alle, die nicht dabei waren, interessant ist es dort im Kanzlergarten und auch, wenn man mal über die Brücke rüber geht, dort in dieser Parkanlage, das ist auch noch ganz interessant. Mich hat natürlich gewundert, dass immer noch viele Besucher dort so
uninformiert sind, wenn man da Gespräche anhört oder auch mal Gespräche führt. Tja, ein bisschen bunterer werden, müssen wir eindeutig sagen. Und da gibt es die Möglichkeit, da haben wir nämlich gleich einen Tipp. Am 9. September ist nämlich Tag der offenen Tür, diesmal im Reichstag, im Bundestagsgebäude. Und da begrüßt sie mit Sicherheit die AfD-Fraktion. Und um 9.30 Uhr zuvor noch Herr Schäuble, der diese Veranstaltung eröffnet. 9. September, Tag der Ein- und Ausblicke im Bundestag. Gehen Sie hin am Sonntag, 9. September. Vielen Dank, Herr Nusser. Das, Klausi, also das mit dem Ja und Okay. Sie hatte ja 77 Mal die Gelegenheit, zumindest an den Zaun zu kommen. Ja, genau. Sie hat aber nur ihren Gästen immer zugewunken, ihr wisst es noch. Auch im AfD-Blau. Vielleicht kommt sie dann mal im AfD-Blau hier raus. Wäre ja nicht schlecht. Also ich empfange sie gerne, kein Problem. Ja, jetzt haben wir die positive Seite. Wir hatten am Wochenende den Brandenburg-Tag in Wittenberge. War an und für sich alles ganz gut, die Parteien waren da. Wo ich wieder mal mich frage, was ist Demokratie noch wert, ist da entstanden, als ich den Stand der Antifa in hervorragender Lage, nämlich vor der Bühne, gesehen habe. Das ist von der Landesregierung, von einem Herrn Woidke und Co. erlaubt worden. Nachdem sie bemerkt haben, dass wir nicht so blöd sind und das nicht sehen, sie haben sich wieder mal, das sind ja die Ratten, die sich ja immer nur im Dunkeln raustrauen, hier haben sie sich nur in Verkleidung rausgetraut. Die haben dann am nächsten Tag oder in der Nacht ihren Stand abgebaut. Die haben Zeitungen verkaufen dürfen für 2,50 Euro. Wir haben die gekauft. Wir haben 2,50 Euro spendiert für die Zeitung. Wir haben 2,50 Euro spendiert für andere Werbematerialien. Und wir werden das jetzt im Landtag auswerten. Ich möchte mal hören, was jetzt ein Herr Woidke, ein Herr Schröter, also die ganze Ministerriege hier uns erklärt. Denn wenn man hier vom Verfassungsschutz beobachtet, die nicht auf dem Boden des Grundgesetzes stehende Vereinigungen, für mich sind das kriminelle Vereinigungen. Ich sehe das ja bei mir im Büro, im Bürgerbüro, wie oft, es wird ja jetzt schon auf Scheiben geschossen. Es ist ja nicht mehr so, dass man jetzt die Scheiben bemalt oder hin und wieder mal einen Stein reinschmeißt. Jetzt wird geschossen. Ja. Rainer van Remdonk, Dr. Rainer van Remdonk, sein Büro, 2 Schüsse auf die Scheibe. Bei mir kann man es immer noch sehen, der Einschuss 5 mm. Man hat gesagt, ja, das war eine Schraube oder das war ein Stein. Aber wie macht eine Schraube oder ein Stein, der vom Boden hochfliegt, erstmal ein 5 mm Loch? Gut, dass man Sicherheitsscheiben hat. So weit sind wir heute schon. Kostet natürlich auch wieder 6.000 Euro, die Scheiben auszutauschen. Aber wir tragen das. Wir ertragen das. Denn wir wissen, dass die Alternative demnächst hier denen Mores lehren wird. Ich hoffe, dass wir bald, da spreche ich von ein paar Jahren, in Regierungsverantwortung kommen. Aber wir werden uns nicht mit einem Herrn von der CDU, wir haben es jetzt in Brandenburg wieder erlebt, wo er ein Sanftleben hier die Koalition mit der Mauerschützenpartei, ehemalige SED, anstrebt. Das ist fürchterlich. Wenn ihr die Zeitungen gelesen habt, sie haben ja auch berichtet, dass das mit dem Pharma-Skandal war ja mal ein Punkt, den die AfD gut aufbereitet hat. Aber 99,5% machen wir nichts. Ich kann euch sagen, wir machen viel. Nur die schlafen. Geht einfach mal mit. Ich lade euch alle ein. Alle, die hier sind. Ihr dürft alle in den Landtag kommen. Schreibt mir, ruft an, mein Büro. Reserviert euch die Karten. Wir haben, übernächste Woche haben wir die Plenarsitzung. Kommt hin. Und dann schauen wir mal. Schaut euch mal das an. Dieses Schauspiel, das da aufgeführt wird. Nicht mal das beherrschen sie nach 20 oder 22 Jahren in diesem Saal. Es ist zum Schämen. Es ist zum Schämen hier, es ist zum Schämen da drüben. Das, was Deutschland einmal war,
Es sind nicht so viele da in dem Alter, wie ich jetzt bin. Aber ich habe Deutschland als wirklich guten, organisierten Staat, in dem Gesetze eingehalten werden, erlebt. Heute gelten Gesetze nur noch für die Bio-Deutschen. Die, die einen Ausweis haben, alle anderen, können tun und lassen, was sie wollen. Denn wie sollen sie denn feststellen? Es gibt ja keine Papiere. Keiner kommt auf die Idee. Das wird jetzt gleich wieder Proteste geben. Aber ich behaupte das wirklich, solange wir keinen Beweis haben. Keiner kommt auf die Idee, die Handys zu kontrollieren. Du kannst dann nämlich ganz einfach feststellen, wo war der, was hat der alles angerufen. Das würden sie bei dir auch machen. Wenn sie dich im Auto erwischen, kommen die aufnehmen mit, hast du telefoniert. Wie war deine Fahrtstrecke, etc. etc. Ich habe da nichts dagegen, dass man die Ordnung einhalten muss. Absolut. Ich habe auch nichts gegen die Kontrollen. Nur da müssen sie für alle gelten. Und nicht nur für uns, die zahlen, und nicht für die, die das, was wir zahlen, wegtragen. Man muss sich das anschauen. Der Bundestagsabgeordnete Bistrom hat ja mal gefragt, wie viel Geld ist denn weggegangen aus Deutschland? Ihr glaubt es nicht. 60 Milliarden. Ihr glaubt es nicht. Und alles in die Staaten, aus denen man flüchten musste. Jetzt erklärt mir mal einer, wenn ich von wo flüchten muss. Und kann ich dann auf mein Bankkonto wieder Geld zurücküberweisen. Noch dazu, wo es ja angeblich, ich sage bewusst, angeblich, ich habe es auch schon erlebt, Anweisungen gibt, dass jeder nur einmal, das ist wieder der Volltepp persönlich, dass der jeden Mittwoch vorbeikommt. Naja, der hat wahrscheinlich einen Reißzweck am Arsch. Die dürfen eigentlich nur 600 Euro im Monat überweisen. Wie kommen dann 60 Milliarden zusammen? Das muss mir mal einer erklären. Entweder holen die das hier im Bunker mit dem Koffer ab und fahren es mit dem Fahrrad runter, so wie der Vollidiot gerade. Oder es wird hier wirklich mit der Schippe einfach reingekarrt. Oder sind mehr hier, wie du denkst? Naja, also die Zahlen werden sowieso nicht stimmen. Das werden wir irgendwann, ich hoffe ja, dass ich noch so lange lebe, dass ich das nochmal erfahre, so wie es damals nach dem Krieg auch erst nachher nach aufkam, wer wo was gemacht. Für mich sind das alles erschütternde Zustände, die wir hoffentlich bald ändern können. Und deswegen, jetzt sind wir nochmal bei den Wahlen, wir haben nächstes Jahr, im September, hoffe ich, dass wir zumindest bei Brandenburg die größte Opposition werden, dann ist es genauso viel wert, als wenn man in der Regierung ist. Und dann können wir nämlich diese Burschen, die ja schon 20 Jahre sind, die ja hier mit der Mauerschützenpartei unbedingt zusammengehen wollen. Wir haben ja hier auch einen, der ja unter dem DDR-Regime gelitten hat. Das wird alles vergessen. Alles. Da wird nicht mehr ein Wort darüber kommen. Genau so ist es. Naja, Neuwahlen, ich glaube, die klammern sich so an die Macht, weil die fürchten eines, was nämlich hier neue Leute reinkommen und Einblick in die Akten bekommen. Genau in die Papiere, die das dann belegen. Und ja, ob es Verrat ist, ist wieder was anderes. Aber um zu schauen, was wurde denn gemacht? Und ich glaube, es wird alles das, was nach der DDR war, noch da. Und wir werden auch erleben, wie viele Verfassungsschützer, V-Leute, auch in der AfD eingeschleust wurden. Und wir werden auch erleben, wer die Verräter sind. Aber warten wir ab, einen Schritt vor den, nach dem anderen. Wir werden sehen, was hier liegt. DDR 2, ja, BRD 2.0. Das wird es wieder geben. Aber die Menschheit lernt nichts daraus. Ihr seht es ja von denen, die hier vorbeifahren, die uns hier immer als Nazis betiteln. Das ist einfach nichts.
Deswegen. Oh, jetzt habe ich heute gar keine Uhr dabei. Halb. Das ist wieder deine halbe Stunde. Wo ist denn hier der Oberleiter? Und da fährt er heute schon. Ja, Vorsicht, du kannst ja auch singen. Was? Du singst Ende? Heiligkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Heiligkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes unser Pfand. Blühen wir uns in dieses Glückes, blühen deutsches Vaterland. Dann bringen wir uns noch schnell in Erinnerung, warum wir hier sind. Merkel muss weg! 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 Aber schnell. Merkel muss weg! Merkel muss weg! Merkel muss weg! Merkel muss weg! Ihr habt noch Stimme! Ihr habt noch Stimme! Da werden wir noch schauen, dass wir euch bis um 7 Uhr dann in Bringstellung bringt. Das heißt ja Nachholen, ne? Nachholen heißt es. Das muss man ja auch. Ich muss hier viel lernen. Wir haben euch gesagt, wir trinken einen. Hier heißt es Nachölen, Vorglühen, Nachglühen. Aber so lange, so, es ist noch ein bisschen hin für das Vorglühen, Nachglühen und sonstiges. Das werden wir dann schon hinbekommen. Johannes steht dort ganz erwartungsvoll. Johannes möchte bestimmt was sagen. Ja, hier noch der Hinweis für die Forschungsgruppe. Die wollte ja letztes Mal wissen, was auf der Fahne steht. Also auf der Fahne steht, Widerstand lässt sich nicht verbieten. Ja, und im Übrigen, Stichwort Forschungsgruppe, wir haben nicht die Tagesschau-Uhr, denn die sieht so aus. Die können wir nämlich jetzt mal einblenden sozusagen. Tja, das ist die gute alte Tagesschau-Uhr. Tja, liebe Forschungsgruppe. Da kann man sicherlich noch weiter nach Chemnitz fahren. Da war am Sonntag ja auch eine Veranstaltung, die Basweiler wollte ich noch berichten. Unter anderem mit den Rednern Lars Günther, Brigitte Zielen und Christoph Bernd. Am 3. November soll die nächste Veranstaltung stattfinden und diesmal halt nicht am Bahnhofsplatz, sondern direkt im Zentrum der Stadt, wo letztes Jahr schon die Veranstaltung war. Diesmal sollte angeblich ein Konzert gewesen sein. Die Linken konnten auch nicht, die Antifanten konnten nicht verhindern, dass wir marschiert sind. Ich möchte auch noch sagen, dass zu diesen ganzen Aufnahmediskussionen, dass vor der Demonstration, die um 5 Uhr begann, wir gefilmt wurden und zu unserem Protest hin die Polizei auch die Personalien dieser Person aufgenommen hat. Aber so, solange die nicht veröffentlicht werden, kriegen wir diese Namen nicht. Ich denke, das war eine ganz gute Regelung. Und das zeigt auch ganz klar, wie das
mit diesen Dresdner Truppenfall, dem ZDF zu bewerten ist. Das war eben nicht auf einer Demo, sondern das war zwischen zwei Demos, wie man ja auch am Video erkennt. Das war auf dem Bürgersteig, da kann keine Demo sein. Und insofern denke ich, dass die Polizei Sachsen da auch rechtmäßig gehandelt hat, als die Personalien des ZDF-Reporters es vorgestellt hat. Gut. Die dürfen, wir dürfen auch. Ja, hier will ja sicherlich noch jemand was sagen. Die immer da sitzen. Ah, die Forschungsgruppe. Die Forschungsgruppe, ja. Ja, schönen guten Abend, meine Freunde. Ich stehe hier für den Kreis Barnim. Wir werden demnächst unseren neuen Ortsverband gründen. Wir werden auch da immer mehr Leute werden. Und da freuen wir uns ganz sehr drauf. Und hoffe, dass davon auch mal ein paar mit hierher kommen am Mittwoch, dass wir hier mal die 200 knacken. Das wäre mal super. Also wir haben ja, wenn wir die Zuschauer mit einbeziehen, kommen wir ja schon auf 100, 120. Sind ja Interessierte da. Wir hatten ja auch schon verschiedene Fernsehsender hier, von China bis Italien, von Italien bis Kanada, von Kanada bis Amerika. Also man kann das alles nachschauen, ist alles kein Problem. Ist alles kein Problem. Also einmal Unterstützung. Johannes, was hast du vergessen? Ich habe immer was zu sagen. Also ich wollte mal fragen, wer hier denn Interesse hat, am Samstag nach Chemnitz zu fahren. So ganz so ein Meinungsbild. Ja, wir haben doch zwei Veranstaltungen. Jetzt kann doch jeder sich das jetzt raussuchen. Wir haben einfach einmal Neuenhagen, dass es auch wert ist, besucht zu werden. Und wer etwas weiterreisen möchte, ist nach Chemnitz. Also in Chemnitz ja der Schweigemarsch von der AfD, von Pegida, also AfD Thüringen, AfD Sachsen und AfD Brandenburg und Pegida Schweigemarsch in Chemnitz am 1. September um 17 Uhr. Ihr werdet in Neuenhagen nicht enttäuscht. Sie spuckt auf mich. Hey, halt die mal fest, Norman! Wollen Sie keine Anzeige machen? Ich möchte eine Anzeige gegen die Person machen. Sie hat gegen mich gespuckt und Ihr Kollege hat es auch gesehen. Sofort hinterher, nehmen Sie fest. Diese miese Stücke, das kann er nicht warten. Jeden Mittwoch ist die hier. Und ihr seid nicht mal imstande, das festzuhalten. Schande. Ja. Lass, bleib hier. Bleib hier. Da kümmert sich keiner. Komm, bleib hier. Lass es gehen. Hier ist unser Platz und nicht da drüben. Hallo. Man wartet nur auf so etwas. Also, dass wir hier rot losmarschieren. So, ich möchte noch mal kurz weitermachen. Kommt am 1. nach Neuenhagen. Hallo, jetzt konzentriert euch. Hallo, hier sind wir. Alle hier. Das ist ein guter Mensch. Und was für ein Ort. Was macht das für ein Bild am Livestream, wenn ihr jetzt da hinterherläuft? So schön ist die nur auch wieder nicht. Das ist die richtige Antwort. Na, vielleicht hat sie eine daheim. Macht nichts. Ich möchte euch nur noch mal zeigen, da hinten ist die Forschungsgruppe. Die drei, die da sitzen, die sitzen jeden Mittwoch da und bringen auch immer unflätige Anzeigen. Genau. Wir werden demnächst auch eine Demo da hinten abhalten. Ich werde die extra anmelden. Wir werden uns dort hinstellen, wo die sind. Und dann machen wir auch Aufnahmen. Wir werden. Wer muss weg? Ja, eine Besuchergruppe. Merkel muss weg!
Ja, Sie sehen, es ist mal wieder Mittwoch und auf dem Vorbau steht eine Besuchergruppe von so 20 Leuten. Und die hören das jetzt natürlich eindeutig, denn das Motto ist nach wie vor: Merkel muss weg und Kanzlerdiktatorin Rücktritt jetzt. Wir haben ja noch genügend Zeit. Wenn man den Wattestäbchen, dann kann man die Spucke aufmachen. Ja, klar, gleich gehen ein. So. Leute, wir könnten jetzt uns weiter ausweinen, wie schlecht die Welt ist, aber wir machen das nicht. Wir erzählen lieber, was wir besser machen, was uns am Herzen liegt, wie wir uns die Politik vorstellen. Steuern runter. Ja, man hat ja heute gehört, dass man ja hier die Rentenbeiträge, die Rentenbeiträge wieder anpasst. Lasst euch doch nicht provozieren. Ihr seid so peinlich, Leute. Ah, kick mal einen Spiegel. Lasst es doch gehen. Ihr gebt mit jedem Kommentar, gebt ihr denen Auftrieb. Lasst sie irren. Das, ja, es reizt, ich weiß. Aber es bringt uns wirklich nichts. Am Ende, ihr könnt ja jetzt schon wieder feststellen, ihr könnt es heute mal auf unserer Merkel muss weg-Seite und auf der Veranstaltungsseite sehen, wo diese Forschungsgruppe dann ihre Kommentare ablegt. Die filmen ja die Veranstaltung. Wenn es zu Ende ist, dann geht man hin. Ich habe mir gerade sagen lassen, wenn sie Einzelbilder machen, dann könnte man eingreifen. Gut, wir wollen denen jetzt nicht die Kamera wegnehmen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Das wäre auch nicht schlecht. Das waren die Asylbewerber. Oder andersrum gesagt. Wir werden uns in Zukunft, wir sind jetzt die 78. Klausi, oder? 79. Wir gehen auf die 80 zu. Zum 80. kommen wir wieder. Wir werden aber unsere Demo dem Zustand anpassen, den andere einnehmen dürfen. Genau. Wir werden uns genau an die Regeln halten, die auch für die anderen gelten. Wir werden uns nicht mehr verbieten lassen, die anderen zu filmen. Wir werden uns auch zu denen stellen. Vielleicht sitzen sie nächstes Mal wieder unterm Baum, vielleicht sind sie wieder hier, vielleicht sind sie hier hinten. Es geht nicht mehr. Es reicht. Wir haben jetzt die 80. Demo, wir haben uns 80 Mal wirklich verfassungskonform, grundgesetzkonform, alle Regeln haben wir eingehalten. Aber was bringt's? Wer die Regeln einhält, ist der Blöde. Die anderen dürfen machen, was sie wollen. Und wenn du dann irgendwo nur einmal dick sagst, also ich sage, oh, schau die Nazis an. Ja? Wo sind hier die Nazis? Wer ist ein Nazi von euch? Der piepst schon. Ja, aber ich glaube, das ist der Sven, der hat hier so von Teneriffa irgendeine so eine Pfeife mitgebracht. Ich meine eine richtige Mundpfeife. Ja, 30 Jahre. Ja, ja. Teneriffa Joe ist einfach so. Gell, Joe? Wo warst du denn jetzt wieder beim Sonnen? Ich stehe die ganze Zeit. Aber wir sind ja nur am Mittwoch hier. Und trotzdem ist er braun wie... Lieber nicht, sehr ruhig. Ja, ich habe ja nur gesagt, er ist braun. So. Da ist die Braune hier.
Wer? Aber es gibt ja etliche, die hier anscheinend hier ein gutes Leben haben. Naja, schaut mal an, wie ich ausschaue. Ich bin rot vom Schrubben, damit der Dreck runtergeht und der Schweiß. Vom Buckeln. Im Sessel. Am Schreibtisch. Vom Autofahren. Und von vielen Reden. So, ich möchte euch noch etwas sagen. Weil die so im Rauch hängen. Silo, sagt euch das was? Im Märkisch-Oderland Freistadt. Dort gibt es von der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Wohnungen, die leer stehen. Schon seit längerem. Und es gibt im Umfeld Neuhardenberg, das hat ja früher glaube ich Karl-Marx-Stadt geheißen, und anderen Gegenden, hat man diejenigen, die Zuflucht suchten, untergebracht. Hat auch ganz gut funktioniert bisher. Die hat man zwar gesehen, aber es war, ich würde schon fast sagen, mit der Bevölkerung ein harmonisches Zusammenleben. Jetzt kommt der Landrat Schmidt auf den Gedanken, Asylheim zu machen. Und zwar, nein, die Deutschen dürfen zuschauen. Wie die freistehenden Wohnungen, man spricht jetzt von 20, wenn man nachfragt, wie viele stehen denn insgesamt leer, sind es 180. Und jetzt kommt der Clou. In dem Karl-Marx-Stadt wohnen ja schon, da hat man ja einen großen Block freigemacht. Da hängt jetzt ein Schild am Schlosspark wohnen. Da gibt es Wohnungen zum Preis ab 4,50 Euro von 40 bis 60 Quadratmeter. Aber in den Wohnungen wohnen jetzt momentan die Schutzbedürftigen. Das heißt, die kommen raus und werden nach Silo gebracht. Woanders ist kein Platz frei. Denn er hat alles voll gemacht, was er voll machen konnte, was wahrscheinlich dem einen oder anderen Parteifreund auch gehört. Und durch die Vermietung dann auch schönes Nebeneinkommen bereitet. Zumindest hilft er jetzt der städtischen Wohnungsbaugesellschaft. Und diese städtische Wohnungsgesellschaft muss seinen Leerstand, weil die haben Fördermittel bekommen. Und dazu müssen sie ja jetzt nachweisen, dass das hier auch belegt wird. Jetzt spricht man nur vorerst von 20 Wohnungen. Und das Allerschönste ist, es gibt die Kreistagssitzung, dort soll das beschlossen werden. Und 4 Tage später macht er schon die Einwohnerinformation. Das heißt, er geht schon davon aus, dass in dem Vorfeld sich das alles schon beschlossen. Was passiert, wenn man diese Leute alle zusammenfasst? Es sind Tschetschenen, es sind Iraker, Iraner. Man kann das an den anderen Städten anschauen, wenn das alles zusammenkommt. Es muss nicht gleich passieren. Aber nach und nach kommen einfach fremde Kulturen zusammen, die sich auch die fremden Kulturen untereinander, die sich nicht grüßen. Und wer ist der Leitrande? Die, die ein Häuschen haben, die schauen, dass sie über die Runden kommen, die schauen, dass sie am Abend noch irgendwo sich entspannen können. Das wird alles längerfristig zum Teufel. In der Zeitung haben sie schon geschrieben, da gab es erst einmal den Entwurf. Wie die an den Entwurf kamen, weiß ich nicht. Ich vermute mal, dass ein Computer, weil es gab einfach nur einen Computer. Da wurde das geschickt. Und auf diesem Computer gab es nur eine Kopie. Und diese wurde zitiert. Das wurde zitiert, in der Zeitung gebracht und ihr könnt euch ja vorstellen, witzig, ein ominöser Verein, weil es ist der Kulturverein, hat sich angemeldet und hat den Verein gegründet. Die Hetze, diese Ausländerhetze, unglaublich. Ja, das gehört zur Vorbereitung. Die Leute sollen wieder eingestuft werden in die Linie, die machen hier wieder alles schlecht. Und deswegen musste ja durch die andere Zeitung natürlich wieder losgehen. Keiner kauft dieses Käsebuch mehr. Aber mit solchen, denke ich mal, reißerischen Hinweisen stürzt der ein oder andere doch wieder ans Regal und holt sich so ein Blatt.
Ich werde euch darüber weiter berichten. Ich werde euch auch sagen, wie dieses ganze Ding ausging. Und wir werden dann auch schauen, was dann im Einzelnen passiert. Jetzt geht da hinten wieder Disco. Hier ist eigentlich der Demonstrationsplatz. Hallo? Hier ist unser Demonstrationsplatz. Hallo? Wir haben hier unseren Demonstrationsplatz. Ja, ihr seid eben wieder weiter vorne. Das ist das Problem. Weil das kann interpretiert werden, als wenn das eine zweite Demo wäre. Denn es sind zwei Demos angemeldet heute. Rutscht doch hinter dem Banner, ist doch alles nicht schlimm. Man kann's, ja, dann kann jeder selber gehen. Ups, das war der Wind. Naja. Flohhüten ist auch was. Was denn? Was hast du denn? Warum soll ich machen? Ich bin ja hier zusammen, ich wollte den Arsch beschlucken. Velo wollte ich nicht. Wollte ich nicht sagen, also in Frankfurt oder so. Nachts um 3 Uhr jetzt. Ein Club überfallen werden von 15 Araber nachts um 3 Uhr. Da bestand Lebensgefahr, wollte ich noch dazu sagen. Ja, das ist richtig. Der Club hieß Frosch. Frosch wurde um 3 Uhr morgens von den Bereichern besucht. Der Besitzer hat gesagt, es ging bisher immer relativ gut, aber um 3 Uhr morgens ging es nicht mehr gut. Da war fast dasselbe wieder, was man in Chemnitz ja auch erlebt hat. Da waren Leute mit Messern da. Ich frage mich nur, warum? Also, wenn ich heute auffällig bin, werde ich auch durchsucht. Warum können die mit Küchenmessern rumlaufen? Das ist nicht mehr eine kleine Taschenmesser. Hier wird das kleine Taschenmesser abgenommen. Alles, was 7 cm lang ist, die laufen mit den Dingern anscheinend rum. So, sind die Metzger im Nachtdienst oder was ist das? Warum werden wir durchsucht und die dürfen? Ich kann es euch sagen. Anweisung von oben. Und der Beamte, der die durchsucht, wird dann von dem nächsthöheren oder irgendwann einmal, wenn es dort ankommt, in den Senkel gestellt. Und ich kann das gut verstehen, warum die es nicht mehr machen. Ich kann das gut verstehen. Wenn ich nur immer eins auf die Fresse bekomme, na dann sollen sie es machen. Und das sind die einfachen Dinge, wo ich sagen muss, es muss aufhören. Es muss endlich ein Ende haben. Und wenn wir hier nicht vom Gesetz geschützt werden, müssen wir uns selber schützen. Ja, das ist, ich kenne diese Geschichten. Es wurde ja auch mir gesagt, nachdem er von meinem Büro um 3 Uhr morgens 3 Kerlchen in der obligatorischen Verhüllung gesehen hat. Ich hatte schon die Sprayflaschen in der Hand. Ja, nicht anfassen. Ruf die Polizei. Ja, würden wir ja gerne. Aber wann kommen die? Naja, die können ja nicht. In der Polizeistation sitzt nur einer drin, der die Anrufe annimmt. Und wen möchte den dann losschicken? Es gibt nur 2, die unterwegs sind. Und der eine kann Richtung Strausberg sein, da hat er nochmal 100 Kilometer, fast 100 Kilometer zum Fahren, bis er in Frankfurt oder ist. Also das sind Dinge, es gibt die Bereitschaftspolizei, die Bundespolizei gibt es auch. Die ist unten bei Wanschnow. Aber da weiß ich nicht, was die machen. Ich bin letztes Mal bei Küsrin über die Brücke gefahren, die ist für 7,5 Tonnen zugelassen. Wisst ihr, was mir entgegenkommt von deutscher Seite? Die 40 Tonnen. Die Brücke hat wirklich vibriert. Ich habe das dann gemeldet. Ja. Man weiß, ja, wie immer, es ist nichts passiert. Letztes Mal habe ich 2 Feldjäger auf dem Motorrad gesehen, die sich dort mal hingestellt haben. Wahrscheinlich sollten die schauen, wie viele 40 Tonner kommen. Aber zu der Zeit, wo die fahren, die sind ja schon vorgewarnt. Wenn man sich das anschaut, wie viele allein über die B1 runterfährt. Unglaublich. Unglaublich. Und da kommt das Nachweisung vor, wenn ich hier am Mittwoch komme, als wenn wir nur Trübe Mitteilungen hätten, schlechte Mitteilungen hätten. Hat denn jemand von euch
was Positives, was Schönes. Ja, ich werde nochmal Oma. Oh. Du wirst nochmal Opa. Oma. Oma. Also, das bin ich jetzt auch. Ich bin Opa geworden. Siebenmal. Siebenmal. Siebenjährig. Nicht ich. Jetzt sagen die mal die deutschen Hühnchen. Mein Schnecker. Als Hündchen. Hündchen. Genau. Sieben Hündchen. Die haben gestern Weinlese gemacht. Sie haben sich um die noch verfügbaren Weintrauben gekümmert. Die Bilder werde ich dann irgendwann mal aufs Facebook stellen. Dann könnt ihr euch das mal anschauen, was man in 2 Monaten für einen Appetit hat. Also wer so ein Hündchen dann so in einem Monat haben möchte, sollte sich, ja, ich höre das bei jedem. Wenn ich sage, ich habe Hündchen, dann hat jeder schon ein oder zwei. Ihr auch. Zwei. Gut. Ich möchte gar nicht wissen, was du für ein Shih Tzu Plonk oder sonst was hast. Also meine sind 7 schwarze. Okay, die will ich nicht. Und 2 braune. Wobei die Schwarzen auch braune Stiefel haben. Also der Fuß ist braun. Das sind also so. Halt bitte. Ja, 2 sind ja schon. Die laufen wie die Tiger durch die Gegend. Ja, da ist. Gut, zum Glück habe ich großes Grundstück, da können die laufen. 5 haben schon mein Bad genommen, gerade da, wo der Wind so stark ging. Und dann war das Fest perfekt. Jetzt sind wir abgewichen, das waren jetzt einmal die positiven Nachrichten, die gibt es ja auch noch. Ja. Ich bin heute auch ohne Stau hierher gekommen. Ich habe das bemerkt, ich war schon um halb sechs da, was ja einen Seltenheitswert hat. Ich bin dafür spät. Ja, aber es macht nichts. Sei glücklich, dass du nicht mit dem Zug fahren musst. Sei glücklich, dass du nicht über die A Richtung Hamburg fahren musst. 80 Minuten. Stillstand. Wisst ihr warum? Betonkrebs. Die Autobahn wird so nach und nach, die da bei Königs Wusterhausen entlang geht, die wird so langsam vom Betonkrebs zerfressen. Daran sieht man ja auch wieder, wie diese brandenburgische Landesregierung ihr Handwerk versteht. Nämlich und deswegen muss hier auch in Brandenburg nächstes Jahr ein Umdenken und ein Ende dieser ganzen leidigen Geschichte kommen. Ich habe es ja eingangs erzählt mit dem Herrn Sanftkleben, der ja unbedingt mit der Mauerschützenpartei zusammengehen möchte. Sanftkleben. Ja. Und sein Mitstreiter ist der Herr Redmann. Seines Zeichens Doktor, Rechtsanwalt, der ja die Weisheit in Person ist. Es gibt nichts anderes mehr. Leute, wir werden hier noch nicht. Jetzt glaube ich gleich so die Uhrzeit. Ja, ich habe es schon im Gefühl. Bei mir sind noch 6. Wir werden nochmal singen. Die Damen sind schon ganz heiß drauf. Der damit ran. Und ihr dürft jetzt. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Darum lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit, Recht und Freiheit für das Glück des Untertanen. Für das Glück des Untertanen.
Wir kommen wieder! Institut werden auch kommen und ich möchte doch bitten, denen die Aufmerksamkeit zu schenken. Vielleicht findet sich der ein oder andere nächstes Mal, der ihr die Betreuung übernimmt, der denen einfach mal das erklärt, was sie bei uns nicht verstehen. Betreutes Denken, genau. Also wir, liebe Leute, die hier am Livestream seid, liebe Freunde, ihr wisst, wen ich meine. Ich würde mich freuen, wenn wir hier mal ein Picknick haben könnten, mit betreuten Denken. Kommt doch bitte zu unserer Demo und dann schauen wir mal, wie wir das dann demnächst gestalten. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Denkt an die Termine, die wir durchgegeben haben. 1. September, 4. September in Seelo. Was haben wir noch gehabt? Wo ist er jetzt? Jetzt ist er wieder weg. 9. September, Tag der offenen Tür. Und ich werde euch auch unterrichten, wenn das, was Klausi prophezeit hat, Merkel an den Zaun kommt oder Merkel zum Gespräch kommt, wir werden euch vorher informieren. Bleibt also immer am Livestream, schaut zu. Ihr habt es ja letztes Mal oder vor 2 Jahren schon erlebt, wo plötzlich Hongkong TV da war. Wer hatte denn das? So war im Regen standen die da. Und die haben das dann in Hongkong gesendet. Ihr könnt es nach wie vor bei uns auf der Facebook-Seite sehen. Da sind alle Aufnahmen drauf. Es können auch die Gesetzeshüter mal nachschauen, wie sowas abläuft bei uns, dass also keine Steine fliegen. Leute, kommt gut nach Hause. Danke für euer Kommen. Ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Merkel muss weg. Ich hoffe, ich verspreche jetzt nicht so viel, aber irgendwas, glaube ich, ist wieder so, es kann wieder zeitlich knapp werden. Aber ich werde es da, ja. Naja, ich habe ja auch noch im Landtag zu tun. Ich habe da noch ein Büro und ich habe auch noch Mitglieder, die auch noch, doch, aber nicht so eine wie dich. Nein, wir sind alle, also die Mitarbeiterinnen sind alle hervorragend. Es gibt nichts, wenn ich die nicht hätte, ich wäre schon untergegangen. Also, kommt nach Hause, lasst es euch gut gehen, passt auf, wer hinter euch geht, passt auf, wer euch entgegenkommt. Ihr müsst euch selbst helfen, denn so wird euch nicht geholfen werden. So ist es. Hilft ihr selbst, dann hilft ihr Gott. Und geht mit Gottes Segen nach Hause. Tschüss. Soweit die 79. Veranstaltung Merkel muss weg Mittwoch. Die Forschungsgruppe grüßen wir auch nochmal. Und die nächste gibt es am 5. September, hier wieder direkt vor dem Bundeskanzleramt. Der 80. Merkel muss weg Mittwoch. Bis dann. Viele Grüße aus Berlin.